So, Leute, ich bin immer noch auf diesem Modern Horizon Trip, dass ich mir nicht angehen kann, dass das Set mich so schlecht behandelt. Und dementsprechend will ich jetzt dieses Booster aufmachen. Modern Horizon ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Und ich lebe aktuell so ein bisschen in der Vergangenheit, das merkt man auch bei den Videos. Aber ich bin halt von dem Set immer noch hart begeistert. Ach ja, erhörte Gebete, 3 Mana Verzauberung, immer wenn eine Kreatur unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, erhält man Lebenspunkt. Falls diese Karte hier jetzt keine Kreatur ist, kann sie zusätzlich ein 3-3 Engel werden bis zum Ende. Oh, dieses Artwork. Oh mein Gott, was für ein Artwork. Goblin, Kriegstrupp, 4 Mana Hexerei, man kriegt 3 rote 1/1 Goblin oder alle Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +1/+1 und Eile. Man kann beides haben, wenn man 7 Mana bezahlt. Wow. Bewahrerin des Raureifs, 2 Mana 2/2 und man enttappt eine verschneite bleibende Karte eurer Wahl. Ergreifende Ansprache, 2 Mana Spontanzauber, eine Kreatur, die ihr +2/+2, die ihr kontrolliert. Und mit Überlast für 6 Mana kriegen das alle. Frühlingsblütendruide, 3 Mana 1/1, wenn ihr ins Spiel kommt, kann man ein Land opfern. Falls man das tut, durchsucht man sein Deck nach 2 Standardländern und bringt sie getappt ins Spiel. Das ist ein Harrow als Kreatur. Lava Dart. Ein Reprint, by the way. 1 Mana Spontanzauber fügt einem Ziel einen Schaden zu. Man kann ein Gebirge opfern, um den zu flashbacken. Wow. Fluss der Gedanken. 1 Mana Hexerei. Ein Spieler in der Wahl legt die obersten 4 Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof. Und dann mischst du 4 Karten aus deinem Friedhof in dein Deck. Mit Reproduktion. Wow. Kopfloses Gespenst, 3 Mana 2/2 fliegend. Immer wenn er es dem Gegner Kampfschaden zufügt, falls man selber keine Karten auf der Hand hat, wirft der Gegner eine Karte ab. Zufällig bestimmt. Phantom Ninja kann nicht geblockt werden, 3 Mana 2/2. Warum musste es das sein? Garganut der ersten Sperrer. Sperre? Warum ist das kein Eigenname, warum ist das nicht rare? Legendary. 6 Mana 5-4, immer wenn er ins Spielfeld kommt, zieht er eine Karte und verliert ein Leben mit Exium. Vermutungen zerschmettern. 3 Mana Hexerei, bestimme 1. Ein Gegner der Wahl zeigt die Karten auf dem Vor und wirft alle nicht farblosen Nicht-Landkarten ab. Wow. Oder ein Spieler der Wahl zeigt alle Karten vor und wirft alle mehrfarbigen Karten ab. Okay. Feuerblitz, einem Ziel 2 Schaden zuzufügen mit Rückblende für 5. Ein Seelentreiber. 3 Mana 1/1, immer wenn er ins Spielfeld kommt, immer wenn eine Kreatur ins Spiel aus dem Spiel ins Extra geschickt wird, kriegt er eine +1/+1 Marke, also wenn er geflickert wird. Und zu Beginn des Endsegments kann man eine Kreatur flickern. Und unser Rare ist der Tempel von Heliots Großmut. Legendes Land, tappen für ein farbloses, ein weißes, ein farbloses. Loses Tappen. Man legt eine Verzauberungskarte aus dem Friedhof wieder oben aufs Deck. Scheite Ebene. Und so Feulissenen. Bär. Und wir haben eine Schneeraupe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Oblessed. Ciao, ciao.